Hallo Leute, wie auch immer, willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario 64. Ich trinke kurz mal was. So. Ab zum Bahnhof. Nee, Moment, hier geht's nicht zum Bahnhof. Ja, da bin ich mir sicher. Deswegen checke ich das auch lieber gar nicht erst nach. Geh weg. Kommst du nur so vor, da bin ich in diesem Space mal zugefahren. Ach nee, das habe ich im Intro gesehen. Oder? Ach nee, ja. So, Baum. Röhre! Wie habe ich das nur erwartet? Oh, das ist hier? Doing-Attacke. Ist das hier das Casino? Das sieht ganz so noch aus, ne? Ja. Gut, Karte habe ich nicht. Tschüss. So. Dann gehen wir hier zu Mr. Piggy. Oh. Nein. Was? Wie viel kostet das denn? 10 Münzen. Pff, hab ich nicht. Hab nur noch 4. So, wo liegt hier jetzt dieser Brocken? Mit dem Brocken lege ich mich an. Wo ist der Brocken? Alter, wenn das wirklich so ein harter Brocken ist, dann mache ich den trotzdem kalt. Schließlich, ich bin nicht Mario. Oh, es ist ein Felsbrocken. Oh, ich dachte, es wäre... Oh, das war falsch. Oh mein Gott, das, 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 boom. Ja. Gut. Ja! Und somit beginnen wir das nächste Kapitel. Wir fahren in die staubtrockene Wüste. Ab zu Chapter 2, Kapitel 2. Ich kann nur sagen, willkommen oder zumindest erstmal beim Klippenpfad. Noch nicht ganz die staubtrockene Wüste. Wir müssen erst diesen Klippenpfad überqueren und trotzdem sehen wir schon. Kapitel 2, wie der Wind der Wüste weht. Mama mia. Und wir sind da. Klippenberg, Klippenberg, bla. Deine Mutter Berg. Ja, Mann. Willkommen. Hier. Und so. Speichern. Ja, klar. Erstmal mit diesem Typen hier reden. Wenn du in die staubtrockene Wüste willst, musst du zuerst den Klippenpfad überqueren. Folge den Pfeilen auf den Wegweisen, um dich nicht zu verirren. Vielleicht viele furchterregende Wesen bevölkern diese Gegend hier. Sofern du nicht äußerste Vorsicht walten willst, lässt, kannst du ganz schnell eine Abreibung bekommen, die du so schnell nicht vergessen wirst. Wenn du die Lage aussichtslos erscheinen lernst, besser davonlaufen. Ich zumindest würde das tun. Aber ich bin Mario! Mama mia! Heilige Mario! Scheiße. So. Ich rede hier gerade ziemlich viel Unsinn. Nein! Tschüss, Rockenbills. Oh, das Lied.
Paper Mario ist so legendary. Legendary. So, ich würde sagen, ihr seht ja den Klippenpfad da. Ich beende jetzt erstmal diesen Part. Und wir finden uns dann im nächsten Part hier wieder. Tschüss!